Zwei eingesperrte Personen in einem Imbiss lösen den Einsatz von Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeioberkommissar Toni Gonzales aus. Sie decken betrügerische Machenschaften auf. Super, dass Sie so schnell kommen konnten. Eva Bergkamp ist mein Name. Was machen Sie da drin? Das sind irgendwelche randalierende Konkurrenten da von meiner Mutter, der Imbiss gehört. Ja. Die haben dich schon mal bedroht und ich habe die machen wir gleich auf. Langsam da drin. Die waren so aggressiv jetzt und ich kann meine Mutter... Gehen Sie mal einen Schritt zurück. Gehen Sie mal einen Schritt zurück. Zurückgehen. Zurückgehen. Wir lassen erstmal zu. Hallo, zurückgehen. Gehen Sie ein paar Schritte zurück. So, wir machen jetzt auf. Die haben nichts in der Hände. Ach gut, was soll das? Gemacht. Ja, da sieht man rechts. Hey, nicht mal hin. Auf den Boden. Meine Mutter, die bewegt sich nicht. Paul, Paul, ein RTW. Ich weiß nicht, ob ich noch atme. Die hat eine Kopfverletzung und ruf mal Verstärkung auch. Ja, brauchen hier am Einsatzort. Hallo? Hallo? Ja, die ist auf jeden Fall bei Bewusstsein. Können Sie mich hören? Hier ist die Polizei. Die Polizei ist hier. Bleiben Sie einmal kurz bei ihr, ja? Reden Sie mit ihr, reden Sie die ganze Zeit mit ihr. Ich muss mal einmal zu dem Kollegen. Wie sie aussieht, haben Sie wohl was gemacht. Nein, ganz normale Kunden. So, verhalten Sie sich jetzt ruhig, sonst kriegen Sie auch eine 8. Es reicht mir jetzt langsam. Hinsetzen, richtig hinsetzen. Hier mit ihren scheiß pfandfreien Dosen immer verkaufen, ey. Ja. Unser Geschäft kaputt machen. So, jetzt kommen wir erstmal. Ruhe. Was denn? Du verkaufst dir die pfandfreien Dosen, so, ey. Aufhören zu schreien. Dafür kommen wir heute dann hier kaufen. Und reden Sie jetzt mal mit uns. Was ist hier passiert? Was ist mit der Frau passiert? Sie verkauft pfandfreie Dosen. Das macht unser Geschäft kaputt. Okay, pfandfreie Dosen. Wir sind schon lange hier und jetzt macht sie hier und warum Scheiß liegt sie da? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Und ihr zwei, ihr seid meine Mutter schon beim letzten Mal angegangen. Ihr habt die bedroht. Noch ist unklar, warum der Streit wegen der pfandfreien Dosen so eskalierte, dass dabei das Opfer verletzt wurde. Doch dann ermitteln die Beamten, dass noch eine Person am Tatort war. Okay, ich sag mal, zwei Dosen, kommen Sie doch mal her. Aber wir reden, wie gesagt, auf der einen Seite von Dosen und auf der anderen Seite von einer Frau mit einer Kopfverletzung. Ja. Dann ist wieder überhaupt nicht im Verhältnis. Dann waren wir nicht. Hier war doch eben ein anderer Typ. Was für ein anderer Typ denn? Auf dem Boden. Keine Ahnung, so ein mittelgroßer, kurze Haare, fast Glatze, Brille, Schiene am Bein, die keine Ahnung. Moment, stopp. Weiß ich was nicht. Was für eine Schiene? Schiene am Bein, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, einen Moment. Hast du Verstärkung eigentlich auch gerufen oder was? Damit, weil es ist ein bisschen unübersichtlich mit den beiden. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist denn, was heißt denn hier? Ich muss jetzt mal ganz kurz, einen Moment, ja? War das dieser Mann hier? Dann ein Stück mal nach vorne rutschen, bitte. War das der hier? Sah der so aus? Der hat alle Dosen hier rausgeschafft. Ja, das war der, genau. Der war hier, alles rausgeholt. Das glaube ich nicht. Das ist der. Was ist das denn? Das ist der Freund von meiner Schwester Stefanie. Der Mann wollte die illegalen Getränkedosen ohne Dosenpfand aus dem Imbiss schaffen, um den Betrug zu vertuschen. Als die Täter ihn daran hindern wollten, kam es zu einer Rangelei, bei der die Geschädigte verletzt wurde. Von wem, ist noch unklar. Können Sie mir kurz, ganz kurz sagen, was passiert ist? Ich habe mich zusammengeschlagen. Wer denn? Ich wusste es doch, ich wusste das. Ja, aber war das ein junger Mann und eine junge Frau. Wie heißt noch mal ihr Schwager, sag ich mal? Das ist der Pascal. War das der Pascal? Der Pascal oder waren das die beiden Herrschaften hier? Die jungen Leute, die haben mich zusammengeschlagen. Aber nicht der Freund von ihrer anderen Tochter. Die haben mich einfach zusammengeschlagen. Ja, okay. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer von ihrem Schwiegersohn in Spe mit den illegalen Dosen beliefert wurde. Als die Täter sie deshalb zur Rede stellten, bekam der Mann Panik und flüchtete mit einem Großteil der Dosen. Wie waren Sie denn jetzt hier eingesperrt? Ja, hier war der Typ, der hat den Schrank leergeräumt. Dann wollte ich ihn stoppen und dann hat er ein Messer gezogen. Eingeräumt oder Messer gezogen? Ja, er hat irgendein Messer gezogen, hat uns bedroht und hat uns eingeschlossen. Wieso, wenn der liefert, wieso räumt der aus? Ja, raff ich jetzt auch gerade nicht. Hi. Oh, hi, grüß dich. Grüß dich. Da wir normalerweise grundsätzlich keine zwei Personen in einem Dienstwagen mit zur Wache nehmen, habe ich dann über die Leitstelle eine Verstärkung angefordert, die auch kurze Zeit später kam. Und mit den Kollegen habe ich dann die beiden Herrschaften in den Streifenwagen verbracht und die sind schon unterwegs zur Wache. Haben Sie mir die Möglichkeit, mit Ihrer Schwester oder mit diesem Pascal Kontakt aufzunehmen? Oder also wissen Sie noch irgendwas zum Pascal? Also, wo ich jetzt noch mal überlege, was mir einfällt, ist, dass meine Mutter und der Pascal, da habe ich mal so zufällig so ein Gespräch mitbekommen, wie die sich irgendwie über Getränke unterhalten haben. Über Getränkelieferung, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Aber mehr kann ich Ihnen da jetzt auch nicht sagen. Okay. Also ich bin da überhaupt nicht im Bilde.
Ja, wir würden schon ganz gerne mal mit diesem Pascal sprechen. Er war ja offensichtlich vorhin hier. Ja. Ne? Oder wie siehst du das? Ja, irgendwie muss ich. Der hat auch, glaube ich, die Tür abgeschlossen. Ja, genau. Weil, auch, ja. Ob der wirklich die Tür abgeschlossen hat. Haben Sie mal eine Nummer von ihm? Oder, also von oder? Ihm habe ich keine Nummer. Ich habe halt die Nummer von meiner Schwester. Ja. Das kann ich gern versuchen, wenn ja, Sie möchten. Ja, dann versuchen Sie mal bitte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Einen Moment. Wissen Sie, wo der wohnt oder irgendwas? Ja, noch? So eine Dose mal angucken hier. So, jetzt warten wir mal. Ja gut, die haben keinen Pfand. Ne? Ja. Nee, aber... Also jetzt ist ganz komisch. Wieso? Weil die eigentlich immer ans Handy dran geht. Und jetzt ist auf einmal die Mailbox dran. Ja. Okay, also das ist schon mal gut. Die Polizisten vermuten, dass der Mann wegen seiner Beinschiene noch nicht weit gekommen ist. Zur Identifizierung lassen sie sich bei der Suche von seiner Schwägerin ins B begleiten. Also sowas, also Großes, kann der ja jetzt sowas Großes ist es nicht, ne? Nee, also kleiner, ne? Kleiner. Ja. So ein kleiner Liefer. Also das ist jetzt aber auch so ein bisschen die Stecknadel im Heuhaufen, ne? Da ist er doch! Hey, warten Sie mal, warten Sie mal! Lassen Sie mal stehen! Hat keinen Sinn. Bleiben Sie mal stehen, das macht doch keinen Sinn! Warum rennen Sie denn weg? Alleine. Was wollen Sie eigentlich von mir? Hier. Warum rennen Sie weg? Vor allem so in Ihrem Zustand. Stinkt hier, wenn Sie hier so auf mich zurennen. Ja, Sie sind losgerannt. Pascal, ja? Herr Pascal? Pascal Heidelberg. Jawohl. Was willst du denn hier? Ja. Was machst du hier bitte? Ja, was ich hier mache, wo ist meine Schwester? Das ist ja nicht klar. So. Hast du Anfässer? Ja. Wo ist Stefanie? Ja, sei mich hier dran geknallt. Ist doch klar, dass hier was umfällt, Mensch. Hallo. Da ist jemand drin. Was ist das denn? Gehst du mal da rein? Hallo? Was ist denn? Was soll der Scheiß? Hallo, Vorsicht. Ist das Ihre Schwester? Das ist meine Schwester, ja. Was hast du mit der? Was ist mit Ihnen los? Was ist mit mir los, ne? Ich glaube. Wie kommen Sie denn hier rein? In diese Situation? Mein Freund hat mich eingesperrt. Toni? Ja? Guckst du mal, ob da vorne irgendwo was zum Aufschneiden liegt? Noch ist unklar, warum der Täter seine Verlobte gefesselt hat. Das Polizeiteam ermittelt, dass das Paar wegen der Dosen in Streit geriet. Als das Opfer daraufhin den Autoschlüssel wegwarf, verlor der Mann die Nerven. Ja. Haben Sie sonst keine Probleme? Ich will aber vernünftig das aufmachen und Sie nicht irgendwie... Nein, ist, verstehe ich. Er ist nicht Ihre Mutter da, jetzt Ihre Schwester. Was ist Mama? Komm her erstmal. Ja, Ihrer Mutter geht's gut. Die ist im Krankenhaus. Nehmen Sie sie mal kurz über. Nehmen Sie sie mal bitte. Aber da geht's den Umständen entsprechend gut. Komm erstmal zu mir. Oh mein Gott, komm erstmal zu mir. Du Arschloch! Ja, mal, ich bringe ihn, da bringt er jetzt hin. Ich bringe ihn schon mal in den Streifenwagen. Ja. Alles wird gut, alles wird gut. Müssen wir nur wegen der Dosen... Sie ist in diese Situation gebracht, ja? Wo ist denn jetzt der Schlüssel von der Karte? Wo haben Sie den Schlüssel denn hingeschmissen? Irgendwo hier in die Gegend, keine Ahnung. Er hat mich geschlagen und ich war so im Brass. Und dann habe ich mir den Schlüssel geschnappt und habe ihn rausgeworfen, wollte zu meiner Mutter und ja, und dann... Geschlagen über uns, das treibt doch. Übertreib doch. Ich glaube es wohl nicht. Du hast ruhig bist du jetzt. Du hast mich geschlagen. Ich setze ihn in den Wagen. Ja, ja. Ohne Grund. Es ist ja ein sehr verstrickter, komplizierter Sachverhalt hier. Mit vielen verschiedenen Straftaten. Das im Detail auseinander zu klamüsern, ist schon ein hartes Stück Arbeit dann hinter für die Kriminalpolizei. Die gibt das dann weiter an die Staatsanwaltschaft und die kann sich dann damit wirklich auseinandersetzen, weil da sind ganz viele verschiedene Institutionen mit im Boot. Der Zoll wird da was mit zu tun haben, die Steuerfahndung. Also das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Sie hat eben ihrem Bruder helfen wollen? Ja. Oder schon, nee, ich war Bruder. Mein Freund. Entschuldigung, ja. Das war verlautet durcheinander. Nicht mehr lange. Darauf der Freund wollte sie helfen und er hat gesagt, nee, er macht das alleine, weil er da drin nämlich diese dunklen Geschäfte mit den Dosen gemacht hat, holt Leergut und bringt dafür pfandfreies Dosenmaterial rein. Sie wollte ihm helfen und da hat er gesagt, nee, brauchst du nicht, mach ich alleine. Und da ditcht er auf einmal aus, klebt ihr eine, sie nimmt den Schlüssel, flammt den Schlüssel weg und dann ist er ganz ausgerastet und hat sie dann da drin gefesselt. In welchen Schlüssel? Den Autoschlüssel? Ja. Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt ein kleines Detail. Ja, aber du weißt nicht mehr, wohin? Wissen Sie grob, in welche Richtung Sie zumindest geworfen haben? Sollen wir mal gucken. Irgendwo da, in die Richtung habe ich ihn geworfen. Da, ich kann das ausgeschaut. Unter dem Reifen, da vorne. Oh Mann. Der wäre matsch gewesen, wenn der morgen losgefahren wäre. Ja, das ist ja. Dann können wir wenigstens den Wagen hier zumachen, das ist schon mal gut. Das soll ich nein. Brauchen Sie einen Krankenwagen oder so? Sie waren ja immerhin ein paar... Nein. Meine Handgelenke. Es ist Sie, Sie fahren doch bestimmt Sie fahren doch jetzt so ins Krankenhaus. Richtig. Nehmen Sie sie mit und lassen dort noch mal bitte drüber schauen. Ja, gerne. Hast du noch meine Tasche? Irgendwas genau. Ich persönlich
bin ja sehr erschüttert über die menschliche Komponente. Wir haben einmal hier den Lebenspartner der Gefesselten, was sehr für zwei Gesichter zu haben scheint. Auf der einen Seite ist er der Partner von ihr, auf der anderen Seite ist er so skrupellos, dass er sie knebelt, fesselt, in Folie wickelt und auch noch körperlich angeht. Finde ich in diesem Fall echt erschreckend, wo da die Prioritäten gelegt werden. Also, wir sehen uns dann auf der Wache. Jawohl, ja. Vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Mit, bitte mitbringen dann. Machen wir dann. Okay. Vielen Dank. Machen Sie es gut, ne? Ja. Mach mal die Tür zu, schließ hier ab. So, komm, ich hab hier vorne geparkt. Der Täter muss sich wegen Freiheitsberaubung, Betrugs und Körperverletzung verantworten. Die Imbissbesitzerin wird vollständig genesen. Sie wusste nichts von den Machenschaften ihres zukünftigen Schwiegersohns. Seine Verlobte trennte sich umgehend von ihm.